Kaum eine Wahl in Deutschland hat so viel Aufmerksamkeit erregt wie die Doppelwahlen in Berlin vom 26. September 2021. Warum beschäftigt dieses Thema uns noch heute, sowohl politisch als auch juristisch? Der Verfassungsgerichtshof hat entschieden, dass die Wahl zum Abgeordnetenhaus, also dem Berliner Landesparlament, ungültig ist und wiederholt werden muss. Er hat die Entscheidung außerdem auf die Wahlen zu den Bezirksverordnetenversammlungen erstreckt. Das hängt damit zusammen, dass der Stadtstaat Berlin eine sogenannte Einheitsgemeinde ist, bei der zwischen der Landesebene und der kommunalen Ebene nicht getrennt werden kann. Wer prüft die Durchführung von Wahlen und entscheidet über deren Gültigkeit? Die Überprüfung von Wahlen zum Deutschen Bundestag ist nach Artikel 41 des Grundgesetzes Sache des Bundestages. Dieses sogenannte Selbstprüfungsrecht des Parlaments ist historisch begründet. Gegen die Entscheidung des Bundestages kann aber Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht erhoben werden, das dann letztverbindlich entscheidet. Für Wahlen auf Landesebene gibt uns das jeweilige Landesrecht Auskunft. Das liegt daran, dass Deutschland ein Bundesstaat ist, in dem die Länder, einschließlich der Stadtstaaten, ihre Angelegenheiten weitgehend selbst organisieren. Auch dort beginnt die Überprüfung von Wahlen in der Regel bei den Landesparlamenten. Nur in Berlin ist der Verfassungsgerichtshof direkt zuständig und seine Entscheidung ist unanfechtbar. Bei den Wahlen am 26. September 2021 wurde gleichzeitig auf Bundes- und auf Landesebene in Berlin gewählt. Bei beiden Wahlen gab es Unstimmigkeiten, die dann in unterschiedlichen Verfahren überprüft wurden und teilweise immer noch werden. Für die Bundestagswahl hat der Deutsche Bundestag eine Wiederholung in einigen Berliner Wahlbezirken beschlossen. Über die dagegen gerichteten Beschwerden muss nun das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Über die Wahlen auf Landesebene hat am 16. November 2022 der Berliner Verfassungsgerichtshof, also das Landesverfassungsgericht in Berlin, entschieden. Wie kam der Verfassungsgerichtshof zu dieser Entscheidung? Nach den Wahlen am 26. September 2021 haben den Verfassungsgerichtshof Berlin zahlreiche Einsprüche erreicht. Im Wahlprüfungsverfahren hat der Verfassungsgerichtshof die Wahlen dann genau überprüft und dazu die umfangreichen Protokolle aus den Wahllokalen sowie die Daten der Landeswahlleitung ausgewertet. Auf dieser Grundlage hat der Verfassungsgerichtshof dann zahlreiche Fehler bei der Durchführung der Wahl festgestellt und als Verstöße gegen die verfassungsrechtlich gewährleisteten Grundsätze der allgemeinen, freien und gleichen Wahl erkannt. So konnten viele Wahlberechtigte ihre Stimmen gar nicht erst an der Urne abgeben, weil es gemessen an der Zahl der Wahlberechtigten viel zu wenige Wahllokale gab, die dann teilweise hoffnungslos überfüllt waren. Manche Wahllokale ließ man deswegen auch nach 18 Uhr geöffnet und damit länger als gesetzlich erlaubt. Das ist problematisch, weil dann schon die ersten, auf Befragungen nach der Wahl gestützten, Prognosen veröffentlicht waren. Personen, die nach 18 Uhr wählen durften, konnten also anhand der sich bereits abzeichnenden Mehrheitsverhältnisse noch wahltaktische Entscheidungen treffen. Die Wahl soll aber gerade nicht von solchen Erwägungen beeinflusst werden. Außerdem waren einige Wahllokale zwischenzeitlich auch während der gesetzlich vorgesehenen Wahlzeit geschlossen, weil Stimmzettel fehlten. Rund um diese Stimmzettel gab es auch weitere schwerwiegende Fehler. Weil manche Wahllokale zu wenige erhalten hatten und auch Nachlieferungen stockten, wurden Stimmzettel teilweise einfach in den Wahllokalen kopiert. Kopien erfüllen aber nicht die gesetzlichen Anforderungen, denn Stimmzettel sind amtliche Dokumente und dürfen nur von der zuständigen Behörde ausgestellt werden, schon um Manipulationen zu verhindern. Zusätzlich ergab sich das Problem, dass bei den Kopien die gesetzlich vorgesehene Reihenfolge der Parteien auf den Seiten wohl nicht immer eingehalten wurde. Der Verfassungsgerichtshof schloss daraus, dass alle auf kopierten Stimmzetteln abgegebenen Stimmen ungültig sind. WählerInnen, denen diese Stimmzettel ausgehändigt wurden, wurden also faktisch an der Wahl gehindert. Sie konnten gar keine gültige Stimme abgeben.
In fast der Hälfte der Berliner Bezirke haben die Wahllokale außerdem fehlerhafte Stimmzettel ausgegeben, die vorher zwischen den Wahlkreisen vertauscht worden waren und die somit nicht die richtigen KandidatInnen auswiesen. Auch die hierauf abgegebenen Stimmen sind ungültig und somit wurde das Wahlrecht der Betroffenen verkürzt. Insgesamt waren nach den Berechnungen des Verfassungsgerichtshofs 20.000 bis 30.000 Stimmen wegen der Wahlfehler ungültig. Wie viele Wahlberechtigte insgesamt betroffen sind, lässt sich dabei aber nicht genau sagen. So lässt sich etwa gar nicht herausfinden, wie viele Personen nach langem Warten wieder nach Hause gegangen sind oder sich wegen entsprechender Nachrichtenmeldungen gar nicht erst auf den Weg zum Wahllokal gemacht haben. Aufgrund dieser Fehler wurde Tausenden BerlinerInnen ihr Recht auf die Teilnahme am demokratischen Willensbildungsprozess durch Wahlen verwehrt. Das allein war aber nicht entscheidend, sondern der Verfassungsgerichtshof hat auch überprüft, ob sich die Fehler auf das Wahlergebnis ausgewirkt haben. Nicht jeder Verstoß gegen die Grundsätze demokratischer Wahlen führt nämlich auch zur Ungültigkeit der Wahl. Es kommt insbesondere auf die Mandatsrelevanz der Verstöße an, also darauf, ob Fehler die Verteilung der Mandate entweder sicher beeinflusst haben oder ob dies jedenfalls konkret möglich ist. Die Mandatsrelevanz ist bei der Wahlprüfung ein ungeschriebenes Korrektiv, das zum Ausdruck bringt, dass es bei Wahlen in erster Linie um die Zusammensetzung der Volksvertretung geht. Außerdem war zu entscheiden, ob eine Teilwiederholung der Wahl als milderes Mittel ausreicht. Nach den Berechnungen des Verfassungsgerichtshofs waren etwa 60% der Sitze und damit eine große Anzahl der Mandate im Abgeordnetenhaus von den schweren Wahlfehlern betroffen. Deshalb und weil laut der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs bei einer Teilwiederholung ganz erhebliche, unter Demokratiegesichtspunkten nicht mehr hinnehmbare Verzerrungen gedroht hätten, weil es unterschiedliche Wahlzeitpunkte gegeben hätte, war die Wahl aus Sicht des Gerichts insgesamt nicht mehr zu retten. Die Entscheidung war jedoch nicht unumstritten. Für die komplette Wiederholung der Wahl stimmten 7 RichterInnen, 2 dagegen. Eine Richterin hat ihre abweichende Auffassung auch in einem Sondervotum begründet, was bei Verfassungsgerichtsentscheidungen nur sehr selten passiert. Wie kam es nun zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und was folgt daraus? Die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs Berlin ist zwar unanfechtbar. Allerdings haben sich mehrere Personen im Anschluss mit Verfassungsbeschwerden an das Bundesverfassungsgericht gewandt. Im Ausgangspunkt ist das gegen jeden Akt der Staatsgewalten möglich, also auch gegen Urteile der Landesverfassungsgerichte als Teil der Judikative. Die Verfassungsbeschwerde ist allerdings ein außerordentlicher Rechtsbehelf. Man kann mit ihr nicht einfach jede staatliche oder gerichtliche Entscheidung noch einmal insgesamt überprüfen lassen. Gerügt werden kann nur die Verletzung von Grundrechten oder von grundrechtsgleichen Rechten, die in Artikel 93 Absatz 1 Nummer 4a des Grundgesetzes abschließend aufgeführt sind. Nicht dort aufgeführt ist Artikel 28 des Grundgesetzes, aus dem sich ergibt, dass die Wahlen in den Ländern allgemein, unmittelbar, gleich, frei und geheim sein müssen. Ob eine Wahl in den Ländern diesen sogenannten Wahlrechtsgrundsätzen genügte, überprüft also nicht das Bundesverfassungsgericht. Bereits in früheren Verfahren hat das Bundesverfassungsgericht die BürgerInnen so auch schon auf die Verfassungsgerichte der Länder verwiesen. Vermutlich haben die BeschwerdeführerInnen ihre Verfassungsbeschwerden deswegen maßgeblich auf das Recht auf den gesetzlichen Richter aus Artikel 101 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes gestützt. Dabei handelt es sich tatsächlich um ein grundrechtsgleiches Recht. Man könnte es verletzt sehen, weil der Verfassungsgerichtshof vor seiner Entscheidung nicht das Bundesverfassungsgericht konsultiert hat. Eine sogenannte Divergenzvorlage ist nämlich nach Artikel 100 Absatz 3 des Grundgesetzes unter anderem dann nötig, wenn ein Landesverfassungsgericht bei der Auslegung des Grundgesetzes von der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts abweichen will. Das kann sich auch auf die Auslegung der Wahlrechtsgrundsätze beziehen, die für Wahlen in den Ländern und zum Deutschen Bundestag zwar in unterschiedlichen Artikeln des Grundgesetzes geregelt, inhaltlich aber gleich sind.
Im konkreten Fall käme es also darauf an, ob der Verfassungsgerichtshof bei der Auslegung und Anwendung dieser Wahlrechtsgrundsätze als Maßstab für die Überprüfung der Wahl von der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts abgewichen ist. Was mir auf den ersten Blick nicht der Fall zu sein scheint. Ein gewisses Indiz dafür, dass die RichterInnen des Bundesverfassungsgerichts das genauso sehen, ist die nun am 25. Januar dort ergangene Entscheidung im Eilverfahren. Die BeschwerdeführerInnen hatten nämlich sogenannte einstweilige Anordnungen beantragt, um zu verhindern, dass die Wahl im Februar wiederholt wird. Der ganze Fall ist außergewöhnlich und so ist es auch diese Eilentscheidung. Anders als üblich hat das Bundesverfassungsgericht sie nämlich nicht sofort begründet, sondern es wird die Begründung nachreichen. Manche BeobachterInnen interpretieren das so, dass die Entscheidung auch unter den RichterInnen in Karlsruhe umstritten war. Eines ist aber nun gewiss: Am 12. Februar wird in Berlin gewählt. Welche Auswirkungen hat die Wahlwiederholung konkret für den Senat und das Landesparlament? Zunächst zur offensichtlichsten Folge. In Berlin müssen das Abgeordnetenhaus und die Bezirksverordnetenversammlung neu gewählt werden. Und zwar nach dem Landeswahlgesetz innerhalb von 90 Tagen nach der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs. Diese Entscheidung wirkt in juristischen Worten ex nunc, also ab dem Zeitpunkt ihrer Verkündung, sodass es keinen parlamentslosen Zustand gibt oder gab. Auf die Zeit vor der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs hat die Ungültigkeitserklärung keinerlei Auswirkungen. Sämtliche beschlossenen Gesetze etwa bleiben in Kraft. Im Zeitraum zwischen der Entscheidung und der Wiederholungswahl sind bzw. waren das Abgeordnetenhaus und die Bezirksverordnetenversammlung weiter berechtigt, ihre Aufgaben wahrzunehmen. Allerdings laut dem Verfassungsgerichtshof nur mit dem gebotenen Maß der Zurückhaltung. Auch fängt mit der Wiederholungswahl die Wahlperiode nicht neu zu laufen an. Für den Senat, also für die Regierung des Landes Berlin und für die regierende Bürgermeisterin, hat die Wiederholungswahl deshalb keine direkten Konsequenzen. Im Falle einer Verschiebung der Mehrheitsverhältnisse bei der Wiederholungswahl könnte die Landesregierung aber verstärkt unter politischen Druck geraten. Außerdem ist denkbar, dass das neu zusammengesetzte Abgeordnetenhaus dem Senat mit der Mehrheit seiner Mitglieder das Vertrauen entzieht. In diesem Fall müsste nach der Verfassung des Landes Berlin der Senat neu gebildet werden. Insgesamt versprechen die Vorgänge und Diskussionen rund um die Wiederholungswahl in Berlin also sowohl rechtlich als auch politisch noch monatelang spannend zu bleiben.